Hallo Leute und willkommen zu meinem neuesten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr nahtlos Übergänge zwischen euren Schnitten in CapCut einbinden könnt. Egal, ob ihr Anfänger seid oder auch schon Erfahrung habt. Dieses Tutorial ist dann genau das Richtige für euch. Bevor wir aber anfangen, lasst uns kurz darüber sprechen, warum die Übergänge überhaupt wichtig sind. Übergänge helfen dabei, eure Videos flüssiger und professioneller wirken zu lassen. Sie verleihen euren Schnitten eine kreative Note und verbessern das Zuschauererlebnis, nämlich erheblich. Besser wie so harte Schnitte, wo man direkt sehen kann, wo die Übergänge sind. Okay, dann würde ich sagen, lass uns jetzt einfach direkt loslegen. Zuerst öffnen wir natürlich CapCut und importieren mal unsere Videos. So, wir haben CapCut geöffnet, haben aber noch keine Medien drin, die fügen wir mal eben hinzu. Dazu öffne ich meinen Ordner. So, dann markieren wir, was wir an Videos haben möchten. Und ziehen die einfach da rein. So, jetzt nehme ich mir ein Spider-Man, ziehe die in die Zeitleiste. Und einmal von dem Spiel. Die muss ich alle wieder anmachen. Jetzt haben wir hier so einen harten Schnitt, so einen harten Übergang. Gehen wir eben ab. Okay, der Übergang ist natürlich jetzt gerade nicht so prickelnd, weil zwei schwarze Bilder hintereinander sind. So kann man es natürlich dann auch machen. Aber damit der Cut ein bisschen besser ist, schneiden wir hier einfach mal was weg. So. Schneiden wir hier mal was weg. Und. Machen wir da einen Cut und schneiden das weg. Gehen wir nach hier an den Übergang, ziehen das ein bisschen auf, damit wir den Übergang mal sehen. Lass ich mal ab hier abspielen. Okay, das war der harte Übergang. Das heißt, man sieht aber nicht, dass es eigentlich eine neue Szene anfängt. Deswegen gehe ich jetzt hier oben auf Übergänge. Hier wo Pro steht, die kann man halt nutzen, wenn man die Bezahlversion hat. Ich habe halt die Bezahlversion, aber damit ihr seht, wie es aussieht, machen wir das mit einem, wo es frei ist, wo ihr das auch nachbauen könnt, wenn ihr möchtet. So. Jetzt sieht man hier nur einen kleinen Balken und hier oben die Zeit steht auf 0,5 Sekunden. Das geht jetzt so schnell, dass man das eigentlich überhaupt nicht sieht. Oh, I know. And this is the last thing that I wanted to happen and it'll never happen. Ja, machen wir mal was schneller hier. To abandon that. Habt ihr gesehen? Also war kaum zu sehen. Jetzt kann man hier oben rumspielen, indem man halt sagt, okay, geh mal auf 2 Sekunden. Man kann aber auch hingehen, die Zahl markieren und direkt 2 Sekunden. Enter. Okay, mal gucken, wie es denn jetzt aussieht. Your job is to protect these students, not to abandon them. You're fired. Ja, das war natürlich zu langsam. Mach mal 1,5. Not to abandon them. You're fired. Ja, sieht schon was besser aus. Jetzt kann man halt hingehen und ich lösche das jetzt mal und man zieht dann einfach, ich sag mal, das hier drüber. Ich
Man kann das hier aufziehen, wie man möchte. Ja, also dieses geht bis maximal 5 Sekunden. Geh auf 2 Sekunden. Und mal gucken, wie das aussieht. Das sah ganz schlecht aus, dieser Übergang. Schön weich. Oder wir nehmen mal... ein Bruchteil. Das mit dem Flackern. Das nehme ich gerne, wenn ich auf irgendwas hinweisen will. Man kann auch hingehen und dieses direkt da drauf ziehen. Jetzt hat er das praktisch gewechselt. Schwarzes Blinken. Okay. Also man muss das nicht immer erst löschen und dann reinziehen, sondern man kann das auch direkt überschreiben. Ja, habt ihr gesehen mit dem Blinken? Dann kriegt man die Aufmerksamkeit noch ein bisschen besser hin. Okay, hier noch ein paar Tipps. Wählt Übergänge, die zum Stil eures Videos passen. Achtet darauf, dass die Übergänge nicht zu abrupt oder ablenkend sind. Aber passt die Dauer der Übergänge an, um den Effekt zu erzielen, den ihr haben wollt. Nutzt am besten weiche Übergänge für sanfte Szenenwechsel. Verwendet dynamische Übergänge für actionreiche oder spannende Momente. Oder testet verschiedene Übergänge, um herauszufinden, welche am besten zu euren Videos passen. Wie gesagt, es gibt halt verschiedene Effekte, die man halt weich übergehen lässt. Oder aber wie eben zum Beispiel, wenn ich hingehen möchte und noch auf irgendwas hinweisen möchte. Das war's für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und seid bereit, eure eigenen Videos mit den tollen Übergängen zu versehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Am besten aktiviert ihr noch die Glocke, um keine Updates zu verpassen. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.